Die Echsen sind nicht besiegt. Sie haben sich bloß gehäutet. Wir wohnen in ihren Städten, weben ihre Zauber, verehren ihre Götter. Sie sind in unseren Köpfen, in unseren Körpern. Ein Prophet in Kar'Jamia. Und so steht ihr vor dem gespaltenen Stein mit der wahren Namensglyphe von Charybdoroth, wenn sie denn so heißt. Wir nehmen uns die Knochen. Wir zeichnen da einen Bandkreis gegen Geisterwesen drum. Wollen wir nicht erst zu den Knochen gehen? Yes, ja, ich darf das jetzt mal formal voraus. Oh, ja, hast du mal vorausgenommen, weil der Dämon tut uns nichts. Ich werde erst trotzdem nicht drüber warten, aber hey. Ja, die Knochen hattet ihr im oberen Teil der Höhle gefunden. Tikala wird sich euch selbstverständlich wieder anschließen. Und auf verschiedenen Wegen kommt ihr dann, der Dämon ist immer noch da, ne? Den könnt ihr als Trittspur benutzen. Ja, den kann ich erst umgehen. Genau. Und so könnt ihr dann zu den Knochen kommen, einen Ritualkreis drumherum zeichnen gegen Dämonen. Wollt ihr die neu gelernte Glyphe noch mit einzeichnen oder nicht? Nö. Sondern schon, weil das die Komplexität vermutlich auf Ebenen erhöht, die ich nicht mehr bringen kann gerade. Gut. Draußen ist nichts mit Bankkreis zeichnen, oder? Deswegen machen wir das herunter. Drinnen ist prinzipiell besser. Also draußen, da außerdem die Knochen erstmal nicht zu bewegen, ist glaube ich auch prinzipiell besser. Ja, dann mal eine Zeichenprobe, wer macht? Das wäre dann wohl ich, denn ich muss das Zeichen selbst herstellen. Okay, Sekunde. Und zwar die Komplexität des Zauberzeichens ist 5. Entsprechend ist eine normale Zeichenprobe erschwert um 5 Punkte. Ich habe kein besonderes Werkzeug dabei, hahaha. Sollte diese gelingen, kann ich die restlichen 9 Punkte 3 für 1 Sorry, ist natürlich ein Feldzeichen. So, wir halbieren hinterher die Ritual, die Zirkelstärke. Vorhin habe ich die restlichen 9 Punkte, 2 für 1 für eine 4er-Erleichterung auf die Aktivierungsprobe. Nein, die ist eben nicht erschwert. So, ist schon mal richtig. Aktivierungsprobe, nicht Zauberspeicher, Zauberzeichen. Die ist um 4 erleichtert. Wir schränken treiben diesen Bandkreis natürlich nur gegen Nachtalben, denn wir wissen ja, worum es sich handelt. Das erhöht die Zirkelstärke am Ende um 2. So, wir haben eine Zirkelstärke von Hälfte von 12 ist 6, 8 Punkten. So, sollte seine Magieresistenz gegen Beeinflussung über 19 liegen, darf er raus. MR11 ist vom Mochuchu, ich muss gerade mal schauen, MR12. Okay, gut, dann wird er drin gefangen und darf jede Spielrunde einmal das Brechen versuchen. Dann wird Serpentilio mehrere, so ein Dutzend Schritt von dem Kreis weggehen. Nun, mehr kann ich für euch von hier aus nicht tun. Ich wünsche euch viel Glück, Voltax. Dankeschön. Bossi, du wolltest noch was? Ich wollte nur sagen, ihr habt da jetzt einen Zirkel gegen Geister. Ein Bandkreis. So. Ein Bandkreis, der kommt da nicht raus. Jetzt müsst ihr ihn noch rufen. Das war das, was ich sagen wollte. Genau. Okay, gut. Ich wollte nur sicherstellen, dass wir uns darüber im Klaren sind, dass es ein Bandkreis ist. Und das werde selbstverständlich ich tun, denn das Bandkreis ist im Grunde ein Schutzkreis, bei dem du dich einwickelst mit dem Zauberzeichen und sagst, definiere, ich bin außen. Genau. Ich stelle eine kleine Kerze auf, entzünde diese und konzentriere mich auf den Rauch. Ich fixiere dabei den Schädel des offensichtlich Verstorbenen und wirke dann den Geisterruf, und zwar auf einen bestimmten Geist. Das wäre eigentlich eine +7 Erschwernis. Ich kann einen speziellen Geist rufen. Verfügt er über einen Gegenstand oder ein Körperteil, zum Beispiel Haare, Fingernägel, in dem Fall den Schädel, der den Geist zu Lebzeiten gehörte, ist die Probe nicht erschwert. Dementsprechend dürfte es natürlich keine Erschwernis geben. Ich werde selbstverständlich warten, bis der Tag sich dem Ende neigt, um damit die möglichst günstigste Beschwörungszeit zu erreichen, und rufe ihn dann. Geist! Ich weiß, du kannst mich hören. Das war der Geisterbann. Oh, das war der Geisterbann. Dann kommt der Geisterruf. Ups,
passiert. Gelingt aber trotzdem. Geist, ich weiß, du kannst mich hören. Geist des Nachtalps, erscheine nun. Meine Worte seien Ketten. Sprich und erscheine, denn ich gebe vor und du wirst folgen. Ja, ich bin Usasur. Zerreiß die Ketten. Hörst du es in exischer Sprache? Und die anderen verstehen es, wenn sie den Rissar sprechen. Ich lasse mich davon nicht beirren und würfle die Kontrollprobe mit den Worten: Gehorche! Bezahl mich! Ich würde mal simultan übersetzen, weil ich sehe verständnisloser Blicke von Bolzak vermutlich. Bezahl mich! Ja, es dringt etwas Blut aus Boltaks Hand, denn das ist das, was der Geist als Bezahlung möchte. Ja, du kannst dann dein Blut in den Kreis reintropfen und es wird aufgeleckt vom Steinboden. Merkst wohl, wie die Konsistenz des Geistes also so ein bisschen zunimmt und seine Augen blutrot leuchten. Dein Blutrot. Ah. 1W6 plus 3, oder? 1W6 plus 4 Lebenspunkte, die du ihm opfern musst, als Erleichterung für 2 Punkte. Wenn er das Geschenk akzeptiert. Ja, das sind 5. Ja, hast du gut gewürfelt? Was willst du? Sprich und sprich wahr. Berate uns hinsichtlich unserer Fragen. Sag mir, was exakt will Paligan mit Bahamut in Vajat? Wo liegen die Schwächen von Murudal und Paligan? Wo genau finden wir Vajat? Warum wurdest du dort verbannt? Wer steht in Paligans Diensten? Wie genau wird die letzte Schlacht ablaufen? Welche geheimen Wege nach Vajat gibt es? Und steht Vajat für oder gegen Paligan? So viele Fragen! Ich verstehe ihn nicht, deshalb nicke ich einfach nur. Ich würde ihn wieder ein paar übersetzen irgendwie. Okay. Dies ist die Beratung, die ich möchte. Und ich würde nochmal 1W6 plus 4 opfern. Okay, dann die erste Frage, was war das? Die erste Frage, was exakt will Paligan mit Bahamut in Vajat tun? Also wie läuft es ab? Er wird sein Schicksal erfüllen und des Nebelmeisters Schlussstein nehmen, um den Nachtblauen Meer und Vajat zur Wiedergeburt zu verhelfen. Wie genau? Sprich. Der Bann des Nebelmeisters, eines neidischen höheren Wesens, wird gebrochen durch die Macht von Habamut. Und wo liegen Paligans und Murudals Schwächen? Paligan ist ein Mensch. Mörder nicht. Der einzige und wahre Herrscher über Vajat. Gestürzt von kurzsichtigen Rebellen, als sie ihm seine Reife nahmen. Sie trugen sie nach Lamaria, um sie dort unter Bann zu stellen. Und dort liegt seine Schwäche. Seine Reife. Wo genau finden wir Vajat? Und wie gelangen wir dorthin? Es erstreckt sich am Meeresboden, von der Bucht von Elem bis zum Grund der schlafenden Kraken in lichtlosen Tiefen, die euch Oberflächenbewohner in den Wahnsinn treiben würden. Ja, also Gott, Yogg-Tsgul und Miamat. Doch wie gelangen wir dorthin? Welche geheimen Wege gibt es nach Vajat? Vajat ist überall. Ihr müsst tauchen.
Warum wurdet ihr von dort vertrieben? Ich bin gegangen. Gegangen, um meiner Prophezeiung, um meiner dunklen Verheißung getrieben, Paligon auszubilden. Und glaubt ihr, es ist euch gelungen? Glaubt ihr, dass er der Prophezeiung gerecht wird? Er wird erschaffen und funktioniert. Er wird es brechen. Wie? Mit Habermut. Steht Vajat dabei auf seiner Seite oder gegen ihn? Vajat sind kurzsichtige Narren. Sie stürzen Mörder. Dann sind sie auch die Feinde Paligans. Ich ging von ihnen, als sie uns verraten haben und den Umsturz Murdal vernichteten. Viele von ihnen sind gegen ihn, doch einige von uns lauern dort noch immer und sind die Agenten auf seiner Seite. Die schwarzen Mare, die darauf warten, dass der Goldene zurückkehrt. Der Goldene ist Murdal, nicht wahr? Über welche Macht verfügt er? Welche Tricks hat er in der Hinterhand? Er beherrscht die Wasser wie kein Zweiter. Er ist nicht zu besiegen. Und doch sprach ihr von seiner Reife als seiner Schwäche. Was bedeutet das? Seine Macht liegt in ihnen. Er hat sie gebunden. Vier Reife an Armen und Beinen. Wenn diese brechen, dann wird er vergehen? Er hat keine Macht mehr. Das ist eine ziemlich gute Information. Das behalten wir uns mal im Hinterkopf. Nun, am Ende die eine Frage. Ihr habt der tiefen Tochter gedient, nicht wahr? Ich bin Priester von Krypta, dem einzig wahren, der wahren Gestalt der Grundmutter. Also seid ihr dafür verantwortlich, dass Paligon seine Patronin verraten hat? Ich gegen die tiefe Tochter gewandt hat. Ich diene Vajat, nicht Charybdoroth. Ich diene Murdal. Kurzsichtige Oberflächenbewohner. Ich schau die anderen einmal an. Habt ihr noch Fragen? Wie können die Reife gebrochen werden? Es müssen mächtige Zauber auf ihn liegen. Durch noch mächtigere Magie. Könnt ihr uns den Ursprung dieser Magie nennen, wie wir sie brechen? Nein, das vermag ich nicht. Die Reife wurden nie zerstört, nur geraubt. Könnte dies ein zweites Mal passieren? Wie wurden sie beim ersten Mal geraubt? Durch Verrat und dem Dolch im Rücken. Durch wen? Vajats Bewohner. Den Umsturz. Voltax? Ja? Fragt ihn nach den Schwertern. Den schwarzen. Oh. Ja, mit Jaquam und so. Genau. Wofür sind die schwarzen Schwerter gedacht? Warum braucht Paligon es überhaupt, wenn er der tiefen Tochter abgeschworen hat? Ich kenne die schwarzen Schwerter nicht.
Paligan kam blind, taumelnd zu mir. Er hatte kein Schwert dabei. Er war gebrochen und ich formte ihn neu. Und was? Was ist sein übergeordnetes Ziel? Er will das Jahr der Fluten, nicht wahr? Doch was danach? Der Nebelmeister Schlussstein. Der Bann. Vajad wird befreit. Und Mordor herrscht auf ewig. Also dient Paligan Morudal. Ich diene Mordor und ich habe Paligan ausgebildet. Wer Herr und Meister ist, weiß ich nicht. Nun, denn es scheint mir ganz so, als würde er Morudal nur für seine Zwecke benutzen, aber das ist egal. Ich glaube, das kümmert euch jetzt weniger. Er wird sein Schicksal erfüllen. Dafür ist er da. Für mehr nicht. Er wird durch unsere Klinge sterben. Aber ich glaube, das sind alle Fragen. Eine letzte hätte ich noch. Habt ihr den Piraten getötet, El-Hakir? Nein, er war hier. Ich habe ihn vertrieben, bevor ich ihn töten konnte. Nun, es wird euch freuen zu hören, dass er tot ist. Euch werde ich auch töten. Das bezweifle ich stark. Ihr habt es schon einmal nicht geschafft. Warum sollt ihr es jetzt in der Lage sein, das zu... Es ist vollkommen absurd. Weil ihr jetzt schwächer seid. Aber ich bin stärker. Ja, damit zertrete ich seinen Schädel. Dafür musst du in den Bannkreis rein. Bist du dir sicher, dass du das tun willst? Ach so, nein. Außerdem, hast du ihn schon nach dem wahren Namen gefragt? Welchen wahren Namen? Von Mordor. Ach so, stimmt, das habe ich noch nicht. Was ist der wahre Name von Morudal? Ich kenne den Namen meines Meisters nicht. Mal versuch was wert. Doch, welche wahren Namen kennt ihr? Den von Charybdoroth. Ihr habt den gespalten. Den von Galgsul. Sholairak. All die niederen Würmer dort unten. Bei Lana. Daru, brauchst du einen von diesen Namen? Nee. Ich meine... Kennt ihr den wahren Namen eures Schülers? Ja. Nie im Leben. Ich habe ihn geformt und ihm seinen wahren Namen gegeben. Dann nennt ihn uns. Er stößt ein widerliches Kreischen aus, was sich in eure Gehörgänge brennt. Ihr spürt, wie teilweise irgendwelche Sachen in eurem Trommelfell platzen und Blut aus euren Ohren läuft. Und dann ist da dieser Name in eurem Kopf. Ihr bekommt alle 1W6 Schadenspunkte. Ich hätte die Frau warum. Einen, ich bin's gewohnt, der kann sich neben Rastis einsetzen. Oh, ich werd längst schon wieder taub, ich spür das. Oh. Was hast du ihn gefragt, Bulltax? Nach Darion Paligans wahrem Namen. Das dürfte uns etwas helfen. Er hat ihn tatsächlich faszinierend. Fragt ihn nach der... Nein, fragt ihn nicht. Fragt ihn nicht. Niemand sollte das wissen. Ich glaube auch, es ist besser, das nicht zu wissen. Wenn wir an das Gleiche gedacht haben. Nun,
Der Schlussstein des Nebelmeisters. Über welche Qualitäten verfügt er? Wie müssen wir ihn uns vorstellen? Was kann er und was bewacht er? Das schwarze Auge ist verdorben. Krakensilber. Geformt. Durch die Nachtblaue. Wenn Morodal jetzt momentan nicht mehr in Vajat herrscht, wer herrscht dort? Ein Konglomerat, der große Rat. Und in diesem Rat befinden sich auch schwarze Mare? Krakonia, Mare. Wer sind eure Kontaktleute in Vajat? Ich habe keine mehr. Aber früher, als die Hohepriester da waren, Wurkwornak. Und wo habt ihr euch getroffen? Wo habt ihr konspiriert? In der Hauptstadt von Vajat. Ja, also Gott. Hattet ihr geheime Losungen, Absprachen, Passwörter, Erkennungszeichen?